Satz 1. Niger. Ich habe ihn vorher als Nagi tituliert. Den Namen habe ich nämlich in Erinnerung für ein ganz gutes, wichtiges Spieler. Ein Ungar ist das, glaube ich. Das hier aber ist Nagi, so zumindest Niger, so zumindest steht am T-Shirt. Dem will ich jetzt mal Glauben schenken. Für Hertha BSC Berlin. Mannschaftskollege von Torben Hosig und Fedor Kusmi. Und auf der anderen Seite Nikolas Burgis. Burgis ist der amtierende Pan American Champion 2022. Hat sehr viele tolle Spiele heute schon gezeigt. Schützen hier im ersten Satz. Schwer. War es der Ball? War es nicht der Ball? Wir probieren einen neuen. Nicht der günstigste Moment in der Verlängerung, Bälle zu wechseln, aber die Plastikbälle sind eigentlich im Großen und Ganzen so einheitlich, dass man sich gar nicht mehr groß drauf einspielt. Die werden vorher ausgedreht und dann muss es passen. Zu Corona-Zeiten hat man ja sogar Multiball gespielt. Will heißen, bei jedem Ballwechsel einen neuen frischen Ball unberührt, um vor Infektionen zu schützen. Und das hat auch geklappt. Ohne vorheriges Einspielen, denn das wäre wohl sehr mühselig gewesen. So, last not least dann doch Niger, Hertha BSC, mit 14:16 denkbar knapp. Erster Satz verloren. Den Rest machen wir dann. Absatz 2, Niger gegen Burgis. Unter diesem Namen findet ihr das als Stadtteilname.